Ja, herzlich willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrages Media Coverage and the Public in the Surveillance Society, Berichterstattung und die Öffentlichkeit in der Überwachungsgesellschaft. Vieles ist gleich geblieben nach den Snowden-Veröffentlichungen, auch wenn Leute besorgt sind über Überwachung. Und wir hören jetzt den Vortrag von der University of Cardiff, wie die Medien reagiert haben auf die Enthüllungen von Edward Snowden. Und sie gucken sich auch an, wie die Öffentlichkeit und Aktivisten reagiert haben auf die Veröffentlichungen von Edward Snowden. Bitte eine Runde Applaus für Arne Hinz und Lina Denzig. Vielen Dank. Da sind noch ein paar freie Plätze. Okay. Ich bin Arne Hinz, das ist Lina Denzig. Wir sind beide von der University von Cardiff, von der School of Journalism, Media and Cultural Studies. Wir wollen über einige der Ergebnisse sprechen von unserem Forschungsprojekt, an dem wir gearbeitet haben in diesem Jahr und in den vergangenen etwas mehr als einem Jahr. Und das heißt Digital Citizenship and Media über die digitale Bürgerschaft in der Überwachungsgesellschaft. Es geht um Politik und Technologie und Überwachung. Und was wir hier machen wollen, ist, wir präsentieren ein paar Ergebnisse, insbesondere in zwei Bereichen, und zwar Medien und Kunst und Sozialwissenschaften. Und hier, wo die University von Cardiff ist, und es gibt nicht so viel über Deutschland und nicht so viele Vergleiche. Am Ende können wir vielleicht ein paar Vergleiche machen, oder ihr könnt vielleicht die Vergleiche ziehen selbst hier in diesem Raum. Also dies war ein Projekt, der Titel sagt es hier, die Nachrichtendienste. Dann geht es darum, wie die Medien berichtet haben über Snowden und die digitalen Medien. Und es geht um Fragen, was ist die Natur des öffentlichen Wissens und was ist mit der Praxis der täglichen Kommunikation, wie ändert sich das? Und es geht danach, insbesondere nach den Veröffentlichungen der Massenüberwachung, und wie sich im Moment jetzt die Regeln und Gesetze geändert haben und was für Reformen es zurzeit gibt. Und dann gibt es den technologischen Teil, und da geht es um Überwachungstechnologie und die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, gegen die Überwachung. Und wir bringen das alles zusammen und fragen uns, wie definiert sich das jetzt neu, die digitale Bürgerschaft? Wir danken anderen Leuten von der Cardiff University, anderen Professoren und Mitarbeitern und einige Mitarbeiter in der Forschung und einige Leute aus Oxford und einer von einem Technologieprojekt von Bayer und auch von dem Aufsichtsrat, einige Kollegen aus der Wissenschaft und einige Vertreter der Digital Rights Organisationen. Und wir haben eine Projektwebseite, wo ihr über uns erfahren könnt, über unser Projekt und den Hintergrund und einige vorläufige Ergebnisse. Und es gab in diesem Jahr schon im Juni eine Konferenz. Einige von euch waren wahrscheinlich da. Es war in Cardiff und es gab einige sehr interessante Vorträge und haben den wissenschaftlichen und den praktischen Teil verbunden. Und hier ein Blick auf einige der Ergebnisse für den Medienforschungsteil. Haben uns vor allem interessiert, wie die britischen Nachrichtendienste die Enthüllungen behandelt haben, und es ging im weitesten Sinne um Nachrichtendienste und wie die Überwachung behandelt wurde, was die Meinungen waren und was die Quellen waren und so weiter. Und wir fangen vielleicht mit einer Anekdote an. Eine Beispiele der Berichterstattung sehr früh nach den Snowden-Enthüllungen
in Großbritannien in der Presse, die verschiedene Arten der Berichterstattung zeigen. Wir wissen, dass der Guardian eine große Rolle spielte bei den Veröffentlichungen und viele von den Veröffentlichungen, der hatte die Rolle von dem investigativen Journalismus, nahm diese Rolle sehr ernst und andere Zeitungen waren sehr kritisch über die Snowden-Enthüllungen und informierten den Guardian, dass sie nicht darüber berichten würden. Und dann gab es diesen hier zum Beispiel, das war ein berühmtes Beispiel, der frühere Herausgeber des Independent, eigentlich auch ein anderes liberales, nicht wirklich links, aber nicht sehr konservatives, eine konservative Zeitung, sagte, die Geheimnisse von Snowden sind sehr gefährlich, wir hätten sie nicht veröffentlicht. Na gut, aber er sagte auch, wenn MI5, und das ist, wenn MI5 sagt, das ist nicht im öffentlichen Interesse, dann werde ich dem nicht widersprechen. Und das ist eine interessante Einstellung von dem, was Journalismus ist. Er hat es leider zurückgezogen und wurde diskutiert. Aber wir sehen, dass das ist diese Ansicht, diese Vorsicht hinsichtlich der Veröffentlichung von so etwas auch weit verbreitet ist. Also was haben wir gemacht? Hier ist ein Zeitstrahl von den Enthüllungen und von der Berichterstattung zu Snowden und in diesem Fall von der Presse in Großbritannien. Und wir haben uns 4 Fallstudien angeschaut, also 5 Momente von Berichterstattung. Die ersten waren die ersten Enthüllungen. Der erste, zweite Fall war der Punkt, wo es um die Überwachung von Botschaften ging und wo es darum ging, die Telefonkommunikation von politischen Anführern, Politikern zu überwachen. Dann ging es um die Festnahme von dem Partner von Glenn Greenwald, David Miranda, am Heathrow-Flughafen in London. Dann ging es auch ein bisschen um die Pressefreiheit dann eben. Und dann haben wir uns angeschaut den parlamentarischen Bericht zu dem Tod von Lee Rigby. Das war ein Fall, der als terroristischer Angriff auf einen britischen Soldaten bezeichnet wurde. Und da gab es viele. Und da ging es dann viel um soziale Medien. Und dann das letzte Thema sind die Charlie Hebdo-Attacken, die einige Diskussionen zu Kryptologie und Verschlüsselung losgetreten haben. Und das hat zu einem neuen Gesetz in Großbritannien geführt für mehr Überwachung. Also, ein paar Ergebnisse. Snowden war natürlich sehr prominent in der gesamten Medienberichterstattung und wurde im Wesentlichen vor allem mit neutraler oder sehr positiver Sprache beschrieben, also oft als ein Whistleblower beschrieben. Aber wenn wir uns anschauen, wenn es um Themen im Zusammenhang mit Überwachung geht, also im Kontext, also wenn es um den Kontext von der Berichterstattung über Überwachung geht, dann das Wichtigste hier ist, das kann man auch ein bisschen sehen, ist vielleicht etwas klein, aber das Wichtigste ist, da geht es um Themen wie Terrorismus und es geht um die Rolle von Nachrichtendiensten und es geht um die Reaktion von Regierungen. Also das ist der Kontext, in dem in der meisten Medienberichterstattung die Snowden-Enthüllungen diskutiert werden und auch Überwachung im Ganzen. Und das ist ein starker Kontrast zu zum Beispiel einer Diskussion von Überwachung im Sinne von Menschenrechten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und auch Bürgerrechten. Also das ist eine andere Art von Berichterstattung. Also wer wurde als Quellen benutzt? Da ist definitiv ein Muster, das sehr, sehr typisch ist für generell Medien. Also Politiker sind bei weitem die meistbenutzte Quelle. Das ist nicht ungewöhnlich, wäre überhaupt nicht ungewöhnlich. Aber in diesem Fall bedeutet das, dass die Bedenken der Elite besonders hervorkommen und nicht unbedingt die Bedenken von Bürgern. Und Quellen, also Politiker, setzen auch den Rahmen. Und wenig überraschend sind dann auch die Meinungen, die diese Quellen dann äußern, sind dann oft, dass es mehr Überwachung geben sollte oder dass Überwachung nötig ist und dass es zumindest erhalten werden sollte, dass die Snowden-Enthüllungen die Arbeit von Geheimdiensten schwieriger gemacht haben und dass Social-Media-Firmen mehr tun sollten, um gegen den Terrorismus zu kämpfen und mehr überwachen sollten. Und im Wesentlichen wird Überwachung als etwas Wertvolles, eine wertvolle Aktivität gesehen, von der sowohl Nachrichtendienste als auch Firmen eine Verantwortung haben, also was getan werden muss, anstatt dass es als problematisch dargestellt wird. Und immer wenn es
als problematisch dargestellt wird. Zum Beispiel, wenn es um die Überwachung von Politikern geht, dann wird es dargestellt als etwas, was problematisch ist, weil es die Beziehung zwischen Ländern schwierig macht. Also auch wieder etwas, was vor allem wichtig ist für Politiker und weniger für normale Bürger. Also das sind nur kleine Einblicke. Und man kann so ein paar erste Schlüsse, die man ziehen kann. Also ja, man kann sagen, es gab durchaus viel positive Berichte über Snowden selber, aber in den meisten Medien, fokussieren die Berichte über Überwachung vor allem auf die Eliten der Gesellschaft. Und die Struktur dieser Berichterstattung bedeutet auch, dass die Konsequenzen und auch das Ausmaß der Überwachung für die Bürger eher unsichtbar sind. Also es wird vor allem viel über nationale Sicherheit geredet, aber es gibt wirklich wenige Informationen zu den praktischen Folgen, die das für normale Bürger hat. Also auch die Probleme von Massenüberwachung, die ja für Snowden sehr, sehr wichtig waren, das sind Themen, die sehr, sehr unsichtbar bleiben in diesen Debatten. Also außer vielleicht beim Guardian und bei deren Berichterstattung. Also man könnte sagen, dass Medien diese Massenüberwachung eben auch verteidigen und das normalisieren und dass Diskussionen über Personenrechte und persönliche Sicherheit nicht wirklich diskutiert werden. Also ich werde einfach noch schnell durch ein paar Ergebnisse von dem Teil unserer Forschung gehen, wo es um die Zivilgesellschaft geht. Also es geht um Public Knowledge, also öffentliches Wissen und Einstellung gegenüber den Snowden-Enthüllungen und Überwachung. Und dann im zweiten Teil geht es vor allem zu den Reaktionen zu den Snowden-Leaks. Und vor dem ersten Teil, was die öffentliche Meinung angeht, da hatten wir einige Fokusgruppen in verschiedenen demografischen Gruppen in Großbritannien. Denn wir wollten eine wirklich diverse Mischung von verschiedenen Meinungen haben. Von Leuten, die zum Beispiel im Finanzsektor arbeiten, zu jungen muslimischen Gruppen, also ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen. Und für den zweiten Teil, wo es dann um aktivistische Reaktionen ging, da haben wir mit verschiedenen Organisationen und Gruppen gearbeitet, von großen NGOs bis hin zu kleinen lokalen Gruppen, also zum Beispiel Leuten, die sich mit Krieg beschäftigen, die sich mit der Umwelt beschäftigen, Gruppen, die sich mit Bürgerrechten beschäftigen. Und wir haben mit diesen Menschen geredet und besonders, also das sind Aktivisten. Und wir haben versucht zu verstehen, wie andere politische Aktivisten dieses Thema sehen, besonders im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen. Also was die öffentliche Meinung angeht und also wenn wir uns die Fokusgruppen anschauen, wir hatten verschiedene Themenbereiche, also Verstehen und auch die Erfahrung von Überwachung, das Wissen und Meinung zu den Snowden-Leaks, Bedenken, was Privatsphäre und persönliche Daten angeht, onlines Verhalten und wie man sich verhält und die Einstellung gegenüber den Nachrichtendiensten. Also vielleicht ein paar wichtige Ergebnisse, die wir daraus gezogen haben. Also als allererstes, es gab sehr wenig Wissen darüber, wer Edward Snowden eigentlich war oder ist und noch weniger Wissen darüber, was der eigentliche Inhalt seiner Leaks überhaupt war. Und es gab sehr viel Verwirrung, wenn es um Chelsea Manning und Julian Assange und WikiLeaks ging. Also viele haben diese Sachen sehr oft vermischt und diese verschiedenen Geschichten. Und wenn es darum geht, wirklich zu verstehen, was Überwachung ist und Überwachung wirklich zu verstehen, dann staatliche Überwachung ist nicht wirklich isoliert. Also es wird oft zum Beispiel vermischt mit Überwachung durch Firmen oder Überwachung durch andere Menschen. Also es gibt viele Bedenken, die nicht unbedingt mit staatlicher Überwachung zu tun haben. Und das ist sehr schwierig, diese Sachen voneinander zu trennen und staatliche Überwachung von diesen anderen Themenbereichen zu trennen. Und auch wenn es darum geht, was Überwachung überhaupt ausmacht, dann sind die ersten Reaktionen oft irgendwie, dann denken Leute an CCTV, also Kameras. Das ist etwas als echter gesehen, wird es echtere Überwachung. Aber viele hatten ein sehr starkes Gefühl, dass das Sammeln von Daten und auch das Sammeln von Metadaten, selbst wenn nicht die Inhalte gesammelt werden, dann haben alle immer gesagt, ja, das ist Überwachung, also auch Metadaten. Das war ein sehr starkes Gefühl. Und was die Bedenken zu Überwachung angeht, Leute haben Bedenken, zum Beispiel, wenn es um staatliche Überwachung geht, dann vor allem, dass sie sagen, naja, es gibt da wenig Transparenz. Also es geht darum, was gesammelt wird, wie es gesammelt wird und wofür es genutzt wird. Und auch, was viele Leute sagen, man sollte wissen, was die Regeln sind, die das Ganze begrenzen. Und viele haben auch Bedenken, wenn es darum geht, wie man sich dagegen wehren kann und wie zum Beispiel die eigenen Daten vor diesem Sammeln schützen kann. Und wenn es um Änderungen im Verhalten online geht, dann diese Bedenken werden schon sichtbar im Verhalten. Aber es ist vor allem
im selbstregulierenden Verhalten. Also man sagt zum Beispiel nicht mehr so kontroverse Dinge online. Also man benutzt nicht wirklich andere Tools oder andere Kommunikationsplattformen. Das ist wirklich etwas, was überhaupt nicht prominent war und wirklich nicht auch vorgekommen ist in unseren Fokusgruppen. Und die Implikation davon ist auch, dass die Leute diese Verteidigungen von Überwachung, die in den Medien sehr oft vorkamen, internalisiert haben. Also zum Beispiel Sätze wie, man hat nichts zu verstecken. Aber in diesem Fall gab es wirklich einen klaren Unterschied zwischen den verschiedenen demografischen Gruppen, mit denen wir geredet haben. Also zum Beispiel, viele haben eher gesagt, ich habe doch nichts zu verstecken, habe ich auch nichts zu fürchten. Während wir zum Beispiel mit lokalen Muslimischen, wenn wir zum Beispiel mit Muslimen geredet haben, die haben da viel größere Probleme gesehen. Aber einige von diesen Verteidigungen wurden definitiv internalisiert, also diese Verteidigung von Rechtfertigung von Überwachung. Und das nennen wir den Überwachungsrealismus. Also sie sagen, also das bedeutet quasi, Überwachung ist so sehr normalisiert worden, dass die Leute das gar nicht mehr so sehen und dass es wirkt, als ob es eine Gesellschaft hätten, in der die Überwachung gar nicht da stattfindet. Das heißt, das geht dann auch wieder zurück zu dem, dass es wenig Wissen darüber gibt. Also der wichtige Punkt, den ich sagen will, ist, dass bei diesen Fokusgruppen müssen wir unterscheiden zwischen Leuten, die zustimmen und Leuten, die eher resignieren, wenn es um die Reaktion zu Überwachung geht. Im Wesentlichen stimmen die Leute eigentlich eher nicht zu, sondern sind eher resigniert. Und jetzt geht es um Interviews mit Aktivisten. Wir hatten auch hier ähnliche Fragen, um zu verstehen, wie die Meinung und zu Staatsüberwachung waren, zu den Snowden-Enthüllungen und wie sich das Online-Verhalten geändert hat, ob es sich geändert hat und wie die Antworten waren. Und hier sind einige Schlüsselsachen, die wir festgestellt haben. Im Wesentlichen, bei den Aktivisten, mit denen wir gesprochen haben, waren sich sehr bewusst, dass es Überwachungen gab. Und es gab verschiedene physikalische Überwachungen, deren sie sich mehr bewusst waren und vor allem in Großbritannien ist es eher so, weil es eine sehr schwierige Geschichte gibt mit Polizei, die insbesondere Aktivistengruppen besonders streng überwacht hat. Und darum ging es vor allem, wenn wir mit Aktivisten über Überwachung gesprochen haben. Und dann gibt es diese vor allem eher virtuellen und unsichtbaren Formen von Überwachung. Und obwohl sie generell sich dessen bewusst waren, der Überwachung und und trotzdem wussten die Aktivisten oft auch gar nicht viele Einzelheiten von den Snowden-Enthüllungen. Und es gab diese Vermischung mit Chelsea Mannings und WikiLeaks. Und wichtig war auch, dass es eine allgemeine Erwartung gab, das wird aus diesen Zitaten deutlich, dass die staatliche Überwachung weitergeht. Und es war so erwartet und die Polizei war auch oft da, wenn protestiert wurde oder wenn Aktivitäten überwacht und abgefangen wurden. Und die Realitäten der Massenüberwachung haben die Aktivisten also im Wesentlichen nicht sehr überrascht. Und einer der Gründe, warum es nicht viele Antworten gab der Aktivisten in der Änderung des Online-Verhaltens, vor allem nicht direkt aufgrund der Snowden-Enthüllung. Und da gibt es Ausnahmen davon. Greenpeace hat ihr Verhalten zum Beispiel deutlich geändert. Und die haben, andere haben auch das geändert aufgrund der Snowden-Enthüllungen und machen nicht mehr so viel online wie früher. Und vor allem gab es sonst wenig Veränderungen in Online-Verhalten. Und es ist eher eine lange währende, dass man sich bewusst ist, dass es Online-Überwachung gibt und es gibt deswegen mehr Face-to-Face-Interaktionen, dass man sich direkt trifft, mehr als Online-Kommunikation. Aber wenn es um Verschlüsselung geht, haben wir wenig gefunden, dass Verschlüsselung benutzt wurde und bei vielen von den Gruppen. Aber im Wesentlichen ging es da um Bequemlichkeit und die technischen Möglichkeiten und Fertigkeiten, wenn es darum ging. Aber es ging auch darum, eine bestimmte Art von, dass man denkt, wenn man Verschlüsselung benutzt, dann versteckt man sich, während Aktivisten eigentlich offen und transparent sein wollen. Und das widerspricht eigentlich der Idee, offen und transparent und inklusiv zu sein. Und deswegen würde eben wenig Verschlüsselung benutzt.
Und viele der Aktivisten, mit denen wir gesprochen haben, haben auch ausgedrückt, dass ihre Rolle in der Gesellschaft nicht ist, dass sie sich Sorgen machen müssen um Überwachung, obwohl sie sich dessen bewusst sind und das erwarten, haben einige der Organisationen eher gedacht, sie sind eher Mainstream und sind deswegen sicher und müssen sich keine Sorgen machen um Überwachung. Und Überwachung ist eigentlich nur was, um das man sich Sorgen machen muss, wenn man eher radikal wird und radikale Politik vertritt, was auch immer das sein soll. Und was wir denken, dieses wird nicht dazu benutzt, das um den Mainstream zu kontrollieren, sondern nur, wenn man ganz bestimmte Aktivitäten macht. Und auch deswegen gab es nicht so sehr die Fragen um digitale Rechte und Advocacy und so weiter. Und Privatsphäre war nichts, womit sie, die meisten von denen waren nichts, was direkt auf ihrer Agenda war. Und es war nichts, worum sie sich selber so Sorgen machten, sondern diese Art Aktivität machen eher andere Gruppen wie digitale Aktivisten, und wir machen eher was anderes. Und was ich sagen will damit ist, unsere Forschung zeigt, dass es hier Limitationen gibt in dem Widerstand gegen die Überwachung, und es bleibt begrenzt auf bestimmte Arten von Aktivisten. Und wir fragen, wie können wir jetzt darüber hinauskommen? Und wenn wir an Überwachung denken und Datengerechtigkeit und wie Überwachung, der Widerstand gegen Überwachung zusammen mit sozialer Gerechtigkeit zusammenhängt. Und vieles davon wurde auf dem Kongress diskutiert, wie Datensammlung zu Diskriminierung führt und wie es damit widersprüchliche Meinungen unterdrückt werden oder wie es zu Arbeitsrechten und Arbeitsbedingungen steht und wie es zu Gerechtigkeit gegenüber den Armen, der Armut sich verhält. Und es gab hier Diskussionen um digitale Rechte und Privatsphäre, und es bleibt nur in ganz bestimmten Kreisen wie Events wie diesem hier. Aber wie kann man das in eine breite Bevölkerungsschicht tragen? So, jetzt sind wir schneller fertig, als ich dachte. Also im Wesentlichen haben wir diesen Schnappschuss aus der öffentlichen Debatte, und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Sorgen um Überwachung verbinden mit anderen Problemen in einer breiteren Öffentlichkeit. So, noch Fragen oder Kommentare oder zusätzliche Informationen? Bitte an den Mikrofonen anstellen und dann bitte ins Mikrofon sprechen. Ja, bitte hinten das Mikrofon. Go ahead. Ja. Hallo. Glaubt ihr, dass dieser Mangel an technischem Wissen von den Snowden-Enthüllungen liegt vielleicht daran, an Snowden-Ermüdung, dass ja, noch eins und ja, wie steht ihr dazu? Bitte die Frage vielleicht nochmal. Bitte beim Rausgehen ganz leise sein, sonst können wir die Frage nicht hören. Die Frage ist, dieses geringe Verständnis der Snowden-Leaks, liegt das vielleicht daran, oder dass das Snowden-Ermüdung ist? Also meinst du das auf diese tröpfelnde Art davon, die Informationen zu veröffentlichen? Nicht die Art, wie es veröffentlicht wurde, sondern es war einfach so viel und die Leute hatten dann irgendwann genug davon. Also ich weiß nicht, also würden wir sagen, also das ein bisschen davon ist sicher da drin. Also man sieht es auch beim Guardian so ein bisschen, wo sie aufgehört haben, darüber zu berichten und nicht mehr so viele Informationen darüber veröffentlicht haben. Und wir haben gesehen, wie es mehr Informationen gab, die über andere Quellen veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel The Intercept. Aber ich denke, also worauf wir uns konzentrieren und was wir auch in der Medienberichterstattung gesehen haben, ist auch ein Mangel in der Medienberichterstattung und Probleme mit der Medienberichterstattung. Und wir würden da
Wir würden als Grund für diesen Mangel an Wissen vor allem die fundamentalen Probleme in der Medienberichterstattung sehen. Vielleicht nicht unbedingt beim Guardian, aber vermutlich bei den meisten anderen Medien und andere Zeitungen. Und ich glaube auch, es gibt verschiedene Ansichten und viele. Das ist etwas, was weiterhin in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, eben weil es diese kontinuierliche Veröffentlichung gab. Und es blieb weiter relevant. Und weil sie es eben weitergemacht haben, weiter veröffentlicht haben. Und deswegen denke ich, man hätte wahrscheinlich den gleichen Mangel an Wissen, wenn es angetan worden wäre. Ja, eine Frage aus dem Internet. Wenn gefragt wird, soweit sie versteht, wurden die Leute gar nicht gut informiert. Und wäre das nicht die Aufgabe der Medien gewesen, die Leute zu informieren? Und wie hätten sie es besser machen können? Also das scheint eine rhetorische Frage zu sein. Also ja. Also ja, klar, sie hätten das tun sollen. Und wahrscheinlich, im Idealfall sollte man denken, dass es die Aufgabe der Medien ist, die Menschen zu informieren. Wir haben gesehen, dass einige Medien die Leute informiert haben, andere haben das wesentlich ins Gegenteil getan. Und dann ist die Frage, wie man das verbessern kann, könnte und was die Rolle von verschiedenen Medien ist und was sich strukturell ändern muss, wenn es um Mainstream-Medien geht. Aber das ist eine riesige Debatte. Und ja, wir müssen auch sagen, dass wir haben viele Interviews mit Journalisten gemacht und haben zum Beispiel Fragen gestellt, warum sie das und das, warum sie so und so darüber berichtet haben, wie sie es getan haben. Und ich denke, solche Interviews würden dann noch viele Erkenntnisse bringen, aber die laufen gerade noch. Wir haben zum Beispiel mit jemandem geredet vom Guardian und er hat darüber gesprochen, über die strukturellen Probleme, wenn es in den Medien darum geht, über diese Themen zu berichten. Und es gibt sehr viele Hindernisse für die Journalisten, wenn sie über diese Themen berichten wollen, besonders wenn sie kritisch und investigativ berichten wollen. Und das sind auch Themen, die wir noch weiter erforschen wollen in diesen Interviews. Noch eine Frage. Eine kurze Frage. Hallo? Das ist besser. Ich bin nicht überrascht, um ehrlich zu sein. Wir haben ein Ähnliches gesehen bei John Oliver letzte Nacht und ich kann nur das nur noch mal empfehlen. Aber die Frage ist, worüber sprechen wir? Können alle das verstehen? Und ich habe nur eine Frage zu der ersten Folie. Was sind diese Zahlen? Was kann man daraus sehen? Zahlen. Auf der ersten Folie waren diese Balkengrafen mit Zahlen dran und was bedeuten die? Okay. Ich vermute, das sind irgendwie... Also ja, wir haben da einen Zeitstrahl, das sind die Zahlen der... das ist ein Zeitstrahl und ich muss ins Mikro reden. Also das sind die Daten, also das Datum, an dem etwas veröffentlicht wurde. Und das ist die Anzahl an Veröffentlichungen. Und wenn man sich wirklich die Presse anschaut und Medien, also nicht nur den Guardian, sondern auch andere Medien, also es gibt es gibt einen anderen Teil der Forschung, wo den könnt ihr online finden auf unserer Webseite. Da geht es um Broadcasting, also Fernsehen und Radio. Also was wir bisher gesehen haben, war, dass es sehr, sehr ähnlich aussieht und die Kurve ähnlich aussieht. Und auch was die Inhalte angeht. Der Berichterstattung. Ja, das war's. Vielen Dank.